So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Titanfall 2 Part 2. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt ja gerade dabei, nach einer Energiequelle zu suchen. Beziehungsweise haben sie schon gefunden und müssen uns so nach dahin begeben. Oh Gott, das fängt ja großartig an. Und demzufolge, ja, wird es lustig. Ah, das war ein super Game von mir. Oh. Ja, das ist ja freundlich. Ja, guck mal hier. Ja, ich würde sagen, so macht man das, meine Freunde. Bam, Junge, Alter. Okay, hier muss ich aufpassen. Die Viecher sind richtig böse. Nice. Drücke E in der Nähe eines Spectre, um ihm zu helfen. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, ich habe keine Munition mehr hier für die Waffe. Das ist ja schlecht. Jawohl, sehr gut. Oh Gott. Oh, Leute, ich habe wieder neue Munition hierfür. Ich habe gedacht, das wäre für die andere, für die Flatline. Fuck. Ja, gut, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich. Naja, egal. Doppelsprung online. Bam, Junge, Alter. Ui. Easy. Bam, Junge. An alle Milizangehörigen. Okay, hier wollen wir nicht runter. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Ja, ich bin Geister wird von der IMC kontrolliert. Aber es gibt außerhalb unserer Anlage viele wilde Kreaturen. Und die Wildnis können wir nicht kontrollieren. Ergeben Sie sich. Okay. Das war jetzt ein bisschen beschissener, als es mir lieb war. Habe ich hier irgendwann übersehen? Bestimmt. Bestimmt habe ich einen Pilotenraum übersehen. Einer fehlt uns noch, aber. Ja, man finden super. Wenn jeder von uns alleine kämpft, ist auch keine Chance. Warte mal, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Moment mal. Moment mal, jetzt habe ich hier zwei Wege. Was ist das denn? Okay, dann gehen wir einfach mal hier lang. Achtung, die Jetpack-Garnet wurde entlang, um eine IMC-Forschungseinrichtung auf Titan zu zerstören. Boah, aber hier so indoors, das ist schon sehr unangenehm, würde ich sagen. Das fühlt sich sehr komisch an. Oh Gott. Was ist das denn? Nix, okay. Oh, eine Batterie. Meine! Warm, Junge. Ja, guck mal einer an. Na dann. Alter, also das ist hier wirklich sehr, sehr unangenehm, dieses Labyrinth gerade. Da fand ich die Freiluftpassagen deutlich angenehmer. Weg oder was? Sieht so aus. Daten werden analysiert. Oh, da war ich jetzt wohl zu schnell. Oh Gott, das war ein riesiger Fehler! Scheiße, ich wollte nochmal zurück und nochmal die Daten neu analysieren. So nach dem Motto, vielleicht ist das ein cooles Easter Egg oder so, aber egal. Die Dinger sind hin, wir sollten es verkaufen. Vergiss es, das waren nicht Blisks Befehle. Der Typ hat mir keine Ahnung. Und seine Söldner auch. Das sagst du jetzt? Bist du dir eine Knarre in den Kopf halten? War es das Energie schon? Niveau niedrig. Energie unzureichend. Ja, das machen wir alles. Augenblick, BT, das kriegen wir alles hin. Ah ja, ich wechsle unter seinen Arm. Gut. Energie so. Bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Ja, das geht auch. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Das ist halt so geil. Hast du mich gerade Pilot genannt? Ich denke schon. Halt. Hast du mich gerade Pilot genannt? Ja. Der verstorbene Captain Lester Moser hat Sie in den Rang eines Interimspiloten berufen. Glückwunsch zur Beförderung. Jawohl, nennen Sie mich schön. BT. BT?
Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Oh, okay. Na dann. Ja, wenn das so ist. Oh nein. Natürlich müssen wir da ganz hoch. Derzeit unterstütze ich Sie über Ihr Helmfunkgerät. Ah, danke. Soweit möglich. Die Team ist aber der Beste. Let's go, Alter. So, an alle Mitglieder der Miliz, die IMC. Pilot, ich rate davon ab, sich der IMC zu stellen. Die Sprachmusteranalyse besagt, dass Sie lügen. Ach so. Keine Sorge. Keine Angst, BT. Ich gehe nirgendwo hin. Ich empfehle dennoch eine Positionsverlagerung. IMC-Bergungsteams in der Nähe. Ich bin unterwegs. Ich meine, ich verlasse dich nicht. Üblicherweise operieren Piloten in entsprechenden Situationen ohne ihren verbundenen Titan. Ja, aber ich bin ja noch im Lernen, deswegen. Aber allein dieses Wallrunning und so macht so unglaublich viel Spaß. Bam, Junge, so. Hä? War da hinten jemand? Vermessungssysteme wurden reaktiviert. Durch den Überfall auf die 9. Milizflotte landeten wir weit von unserem eigentlichen Ziel. Dies ist feindliches Terrain. Seien Sie wachsam. Wir können nicht lange bleiben. Denkst du, wir überleben das? Oh Gott, V. Wie lange hast du... Ja, fuck. Ich hab sich vor 973 Tagen mit mir verbunden. 973 Tagen, okay. Tut mir leid. Er standet euch sicher nah. Er war ein ausgezeichneter Pilot und ein guter Freund. Wir wissen, dass da draußen die Ich hab Anhänger einfach nur. Ich hab gerade V auf der Tastatur gesucht. Bitte verlassen Sie Ihre Verstecke, solange Sie noch. Das ist krass, wie viel Momentum man hier aufbauen kann. Ich hab schon vorhin versucht zu tapstrafen, das funktioniert nicht. Ja. Und ich bin gezwungen, euch zu töten. Ja. Mal schauen, wer besser ist. Bam, Junge, Alter. Alter Schwede. Das geht gut ab. Okay, Splittergranaten sind jetzt voll. Die DMA haben wir schon. Was haben wir hier noch? Nee, passt. Ja, wir haben wieder volle Munition. Let's go, Alter. Ah, geil. Wir haben jetzt so ein offenes Kampfgebiet. Ja gut, ich würde sagen, wir ballern uns ja einfach durch, oder? Also, das soll ja wohl ein Klack sein für uns. Bam, Junge! Einfach mal ein Collateral. Bam, Junge. Weg die Sau. Oh, das ist so ein Elektrogewehr-Dingens, oder? Das war jetzt so Elektrogewehrartig, dieser Strahl. Hat mich sehr, sehr stark daran erinnert. Dann wollen wir mal. Ja gut, hier hätten wir jetzt eine SMR. Die sagt mir gar nichts tatsächlich, aber ich bleib bei der Flatline, weil die halt echt gut ist. Sogar eine Tarnvorrichtung für Notfälle. Sie hilft ihnen, gefährliche Situationen zu überleben. Boah, aber bisher war die Gefahrensituation noch nicht ganz so gut. Ich hoffe, das hat getötet. Ansonsten, ja. Muss ich da dann nochmal nachhalten, quasi. Oh Gott. Ja, stark, Daniel. Das war wieder ein Spiel. Ah ja, das ist wieder die Stelle, wo man dann in eine Richtung geforst wird beim Gucken. Oder besser gesagt, man guckt in die Richtung, aber weil man am Ende einer SIP ist, wird man von der SIP in die andere Richtung geforst. Na gut, würde ich sagen, haben wir es uns ja mal ein bisschen gemütlicher drin, oder? Jetzt haben wir mal auf eine Spitfire, die hat ein bisschen mehr Power. Über mir. Oder? Was sind wir hier? Oh Gott. Das war viel zu knapp, ehrlich gesagt.
Ah, die Spitfire hat ich weiß nicht. 80 Schuss habe ich da, oder was? Das ist ja insane. Oh Gott. Ja. Jetzt aber. Spiel! Okay, geh mal durch. E.T. liegt auf diesem. E.T. Ist auf diesem Schiff noch jemand am Leben? Nein. Meine Scans erfassen keine Lebenszeichen auf der MCS James McCallum. Aber 90% der Rettungskapseln wurden abgesetzt. Es besteht Hoffnung. E.T., wem gehört diese Stimme? Das ist die Kommandeurin des Marauder Corps, eine Einheit des Special Recon Squadron der Miliz, kurz SRS. Ihr Name ist Sarah Briggs. Ah ja, hier müssen wir rein. Ja. Ist hier hinten noch irgendwas? Ne. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ach du Scheiße, ich glaube hier drin wird es ein bisschen warm jetzt. Ein bisschen röstig an den Füßen. Aber hey. Was soll man sagen? Es ist, wie es ist. Hier haben wir hinten irgendwas, Easter Egg oder so. Nö. Na gut, na dann, ab nach unten. Das ist schon echt krass, ne? Was aus Titanfall 2 geworden ist, später mit Apex Legends, ne? Das ist schon faszinierend, so, was man aus dem Universum gemacht hat. Aber irgendwie fehlen mir die Titans. Es wäre so geil, wenn es irgendwann mal eine Legende gäbe, die als Ultimate quasi in Titanfall hat. Es wäre so insane geil. Ich glaube, das werden sie aus Balance-Gründen nicht machen können, aber es wäre so geil einfach. Es würde mich auch so glücklich machen, aber ey, man kann nicht alles haben. Oh, hier oben ist er! Ich hab ihn gesehen. Let's go! Piloten lernen. 2 von 2. Ja, jetzt sieht man wieder meine Erfahrung. Alle Überlebenden der Miliz. Oh Gott. In ihrem eigenen Interesse sollten sie sich ergeben. Unsere Position wurde geordnet. So, der hält jetzt mal davon die Schnauze, Alter. Kriegt er gleich mal auf die Fresse, wenn er dann noch mal was sagt. IMC-Späherdrohnen. Ah. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Pluralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. So, installiert, mein Freund. Volle Energie. Ja, Berger. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Ah, das klingt einfach. Bitte einsteigen. Steigen in die Tier ein. Hallo. So, okay. Dieser kurze Moment des Pausierens ist einfach so großartig. Protokoll 1, mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Oh! Das fühlt sich ja großartig an. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Protokoll 2, Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3, den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Aha. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Oh, der ist umgefallen. Echolight-Kapsel ist online. Diese auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Damit kann man aber auch ordentlich Pilot, Spaß haben. Feindlicher Titanfall geortet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Okay, na dann. Und du bist dir sicher? Vertrauen Sie mir.
Und wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Und weil hier diese Dinge sind, müssen wir nicht rein. Milizteil, Chassis Nummer BT7274. Mit Schuss! Nicht schlecht, Pilot. Nicht schlecht. Ja, das ist unser erster Titan. Zerstört. Gute Arbeit, Pilot. Unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Oh. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Das war noch nicht unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere hart. Ah, da hinten müssen wir hin. Sehr gut. Na, wir müssen uns beeilen. Moment mal, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ah, hier wahrscheinlich. Ah ja, perfekt. 106 Kilometer, aha. Ja, machen wir. Let's go. Das war ein sehr cooler Anfang. Coopers Logbuch. Dieser Titan, BT, sagt, ich wäre sein Interimspilot, ob ich dafür bereit bin oder nicht. Ich muss das hinkriegen, sonst bin ich tot. Meine einzige Überlebenschance besteht darin, ursprüngliche Mission fortzusetzen. Das bedeutet ein Treffen mit seinem befehlshabenden Offizier, Major Anderson, von der Special Reckon Squadron, der Miliz. Noch 60 Klicks. Let's go. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Hier ist Bombe 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Wir bitten dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Für die Verteidigung der Vanguard-Klasse. Das BT. Schön, Sie zu sehen. Wir können Hilfe brauchen. Warn, Junge, Alter! So, jetzt wird noch mal. Ich wird mal ein bisschen aufgeräumt, meine Freunde. Du kannst ja doch was. Schön für dich. Das, was ich schon immer habe, ich benutze das Schild immer zu exakt den falschen Zeitpunkt. Okay, aber let's go. Hallo, da ist ein Sprengsystem aktiviert. Bam, Junge! Let's fucking go! So, warte mal, ich geh mal ganz kurz hier rein. Jetzt haben wir uns ja mal den geilen Shit gekauft. So, wieder rein hier, meine Freunde. So, weiter geht's. Pilotenmodus aktiv. Let's fucking go. Es fühlt sich halt einfach geil an. Ich weiß auch nicht, wie ich das besser verstanden kann. Wir sichern das Gebiet. Okay, ich habe irgendwo einen Achievement, aber so ist das halt einfach. Das hochentwickelte Design dieser Titan-Waffe könnte uns ein... Ah, und jetzt könnten wir theoretisch Tone ausrüsten. Aber ich muss ehrlich gestehen, eigentlich bin ich sehr zufrieden. Taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt.
Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Ja, und das ist stark. Ich muss halt aufpassen, dass wir nie von den Titan erfasst werden. Ja, den haben wir erst perfekt gekriegt, das ist sehr gut. Jetzt, okay, den müssen wir tot bringen. Aufs Maul. Ich glaube, das mache ich noch nicht so elegant, wie man wieder. Okay, da ist eine Batterie, die brauchen wir auf jeden Fall. Und die, unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Na dann, let's do this. Okay, ich hätte vielleicht eine normale Schusswaffe nehmen sollen, jetzt so im Nachhinein. Wobei, das macht auch eine Menge Spaß. Ach. Oh yeah, Baby, das ist meine Arneinheit. Nein, liebe meine Freunde. Beste Waffe, Alter. Und gleich, also es ist die zerstörerischste Waffe in Apex, die es gibt einfach. Bam, Junge, Alter. R99 ist meine Waffe, auch wenn ich immer es nie schaffe, Leute zu one-clippen. Was mich sehr ärgert, aber so ist das. Okay, was haben wir hier? Hallo! Schönen guten Tag! Schöner Tritt ins Gesicht. Aber man muss sagen, gegnerische KI ist jetzt nicht so schlau. Aber vielleicht ist das auch ganz witzig. Sagen wir mal so. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. Ja. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Ja, ich hoffe doch. Ah, da ist das Bedienungstor, aha. Ja, und ich gucke in der Zwischenzeit mal ganz kurz noch nach Easter Eggs. Oh Gott. Vielleicht sollte ich auch einfach froh sein, wenn ich nicht runter in den Tod falle. Das ist ja auch schon mal ein guter Anfang. Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Ja. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingeleitet. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Alles klar, ich suche einer. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Bam, Junge, Alter. Hallo, ich war über ihr, ihnen. Ist über ihr, ja genau. Nee, über ihnen. So, Alter. Der hatte doch eine Sniper, oder? Alle mal herhören.
Hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde von der IMC und der Miliz. Eine Graber, Janne, die nehmen wir mit, Alter. Eine okay. Fucking Graber. Okay, eigentlich heißt es Graber, aber egal, ich nenne sie Graber. Oh, ich glaube da. Der Typ ist noch nicht ganz dicht. Korrekt. Laut meiner Scans ist die Quelle irgendwo in dieser Anlage. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Bam, Junge, so nämlich. Ich will noch gucken, ob da oben ein Pilotenhelm ist, aber sieht nicht so aus. Nee, da ist keiner. Schade. Aber hier muss es doch eingehen, in dem Abschnitt. Also wenn ich hier, wo dann? Warm, Junge, Alter. Warm! Das, was man halt wirklich sagen muss, die Kraber ist halt wirklich die ultimative Waffe. Ja. Und ich finde es halt schade, dass sie halt mittlerweile in Apex die Waffe halt genervt haben. Dass man halt Leute nicht mehr one-shotten kann. Wenn sie ein lila Schild haben. Oder halt ein rotes, logischerweise. Finde ich halt persönlich, ich weiß nicht. Ich finde halt, ein Kraber, die sollte halt, weiß nicht. Es sollte halt so sein, weißt du, wenn die Gegner eine Kraber haben, dann musst du dein Playstyle ändern müssen, so balance-mäßig. Weißt du, wie ich meine? So, das muss eine so große Bedrohung sein. Und ich meine, die hätten sie ja auch irgendwie noch anders laufen können. Ne, man hätte ja, was weiß ich, eine höhere Reload-Speed oder so. Man hätte sie ja ne, auf andere Weise laufen können. Oder das, was ich persönlich sehr gerne gehabt hätte, wäre ein Laser. Dass die Kraber genauso wie die Rampart-Ulti so ein Laser hat. Dass du halt weißt, okay, gut, von da hängt die Kraber gerade auf mich. Dass die Raccoon 3, deutsche Milizflotte. Wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. Die AMC hat neue mechanische Infanterie. Wir sitzen in der Falle. Deswegen finde ich das schade. Vielleicht brauchen aber, sie Hilfe. Naja, es ist wie es ist. Ihr habt bestimmt gute Gründe dafür. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Und. Ist hier irgendwo. Können wir da runter? Würde ich gerne mal probieren, ehrlich gesagt. Es geht mir hier unten so ab. Ich glaube, wir hätten da hinten einfach weitergehen können, aber das hier unten sieht irgendwie geil aus. Das wäre jetzt cool, wenn ich jetzt hier für meine Erkundung belohnt werde, mit dem Pilotenhelm beispielsweise. Oder halt auch einfach nicht. Schade, ein Versuch war es wert. Na gut. Okay, dann ja, gehen wir mal weiter, oder? Ja, hilft ja nichts. Dann wieder ab, zurück. Oh lol! Oh Gott. Oh Gott, ich muss hier... Okay, ja, es hat irgendwie geklappt. Ein verbündeter Pilot, Captain, wir haben uns seinen Milizpiloten geschickt. Voll einstellen, er gehört zur SRS. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wie geht's Ihnen? Tut gut, einen Piloten zu sehen, Sir. Unser Squad hat echt was abgekriegt. Wir könnten Hilfe brauchen. Oh yeah, Baby, na dann helfen wir den Leuten. Bam, Junge, Alter. Get on my fucking level, ihr Nutten. Ich hab nur 290 Schuss, also das ballert. Der Elster, okay, die nehmen wir jetzt aber auch mal mit. Ich würde es einfach mal ein bisschen rumprobieren mit dem Mann. Oh lol. Okay, von denen. Gott, den muss ich mich fernhalten, Alter. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Also das, was ich sagen muss, weiterhin. Wir haben 0 von 6. Lass ich mal so im Raum stehen. Scheiße. Ich kann ja gar nichts. Ich bin ja ein Vollbob. Scheiße. Ah! Es gibt aber auch keine Karte oder so. Aber ich, Alter, wir haben schon so viele Helme übersehen. Oh Gott. Na gut, scheiße. Na gut. Ja, dann bedanke ich mich jetzt ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, und mal gucken, ne? Wann wir uns wieder mit BT vereinen können. Fände ich sehr schön. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.